Bleiben noch ein paar spezielle Formatierungen. Im ersten Text müssen wir zwei Wörter gelb hervorheben, also quasi wie mit Leuchtstift, gleißenden, ich wähle das mal aus, und mit diesem Leuchtstiftsymbol, hier könnte man noch andere Farben wählen, kannst du das markieren und stockfinsteren wäre hier. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Stil von einem Abschnitt auf einen anderen zu übertragen. Nehmen wir mal diesen Text hier. Mit diesem Pinsel, diesem Formatierungsübertragungswerkzeug, wenn du den markierst und dann einen anderen Text überfährst, so wird diese Formatierung übernommen. Das wollen wir jetzt aber eigentlich gar nicht, deshalb wähle ich Bearbeiten rückgängig oder eben Befehl Z. Hingegen, hier macht das dann durchaus Sinn, hier müssen wir alle Nomen kursiv machen. Das ist ein bisschen mühsam, wenn du immer die Formatierung hier oben vornehmen musst. Noch einfacher ist es mit dem Kurzbefehl, das wäre Befehl I. Oder noch schneller geht's, wenn du auch wieder diesen Formatierungspinsel auswählst, und zwar doppelt. Und jetzt kannst du in jedes Wort hineintippen, das diese Formatierung braucht, und so bist du extrem schnell.